Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play mit dem, ja, schönen neuen Bild. Ich habe extra ein Bild gemacht, der mich ein bisschen für euch schneller ins Endgame bringt. Ich habe leider einen Speer nicht, aber ihr seht es. Ich werfe mit Flammensperren und ja, das tut natürlich sau viel Schaden, Dodge-Schaden machen mit das mehr und es tut mich heilen. Also es ist ein Bild, der einfach ein bisschen flexibler ist, aber eben ich habe den Speer nicht. Ich habe nur so einen billigen blauen Speer mit Schaden über Zeit, wo ich dringend dann brauche. Der ist natürlich dann auch noch nicht tragbar. Aber in diesem Bild kommen wir weiter. Auch beim ersten Monolithenboss hoffentlich schon gut. Ihr seht, es ist wirklich stark und er verliert kaum Leben. Hat gute Resistenzen. Ja, ist auch unsterblich. Ja. Zum Beispiel Leere und physisch. Physisch habe ich gar keine Resistenz. Könnte ein bisschen gefährlich werden, aber ja. Bin aber keine Items, die ich jetzt sagen könnte. Also eigentlich bräuchte ich hier auch nicht Rüstung und LP-Regeneration. Das brauchte ich früher. Ich hole mir nachher noch kurz die Schuhe. Genau, mit Physical Resistenz 72, glaube ich, oder so. Jo. Kritische Treffer für Wurfwaffen. Nö. Also, wie ist der Bild? Es ist schwer zu erklären. Also, ihr benutzt Juggernaut, oder wie es heißt. Also Hinrichtung, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Und den habe ich noch nicht freigespielt. Und der macht heiligen Boden, und das heißt auch dort. Dann werfen den Speer auch durch diesen W-Angriff Schub. Glaube ich, das ist Schub. Nein, Satz, genau. Satz. Und machen damit auch nochmals diesen Speer. Und da ist ja auch wieder brennender Boden. Also es ist wahrscheinlich ein Bild, der viel einfacher vor allem für Leute ist, die natürlich, wie ich, nicht so lange farmen und Speere haben, die weiß was stark sind oder OP und so Sachen. Einfach ein ziemlich einfachen Bild. Und ihr müsst da nicht viel drücken. Also manchmal die Tasten ein bisschen drücken schon, aber eher bei Bossen und so weiter. Und solange ihr in der Flammen bleibt, seid ihr eigentlich fast unsterblich. Also ihr heilt euch einfach so mega schnell, dass es ziemlich gut geht. Und weil sie auch der Paladin ist, hält er auch natürlich auch aus mit 0% Physical Resistance, sehr gut Physical Resistance aus und so. Haben wir hier nicht einen Waypoint gehabt? Ich darf jetzt gerade mit den Hämmern nicht so gut. Ich muss nur kurz, nein, wir haben keinen Waypoint gehabt. Nur kurz eben die Schuhe wechseln. Jo. Und das um 4 Uhr morgens, 4.47 Uhr morgens, also fast 5 Uhr. Weil ich einfach nicht schlafen kann und ich im Heiligabend keine Zeit hatte und jetzt an Weihnachten völlig gestresst bin auch diesen Feiertag. Ich mag irgendwie Feiertage nicht, auch wenn es natürlich heißt Freiheit, Freizeit und alles mögliche. Aber nein, es ist einfach anders. Es tut mich stressen, es tut mich ein bisschen plagen, dass die Läden nicht offen sind und Leute eigentlich die ganze Zeit mit mir irgendwas machen wollen. Das ist einfach ein bisschen Stress. Ich bin ja der sozialste Mensch auf Erden. Wie viele Leute ich einfach irgendwie magisch ansehe. Das ist unglaublich. Also jetzt nicht irgendwie egoistisch gemeint, aber es ist mühsam. Es ist wirklich, als würden alle Leute etwas für mir wollen, weil ich so einfach, ja, diese Güte, diese Liebe habe. Tja. Es ist eher hinderlich, also, ja. Es ist Zeitverschwendung. Nein, es ist nicht Zeitverschwendung. Es ist ein bisschen böse gemeint. Also nicht böse gemeint, sondern böse gesagt. Es ist einfach, jo, schwer, das einfach alles unter das Dach zu bekommen. Ja. Sind denn die anderen Schuhe hin? Ja. Okay, sind die richtigen. Wow. So, jetzt habe ich dort auch schon Max-Resistenten, eigentlich fast. Also auch 72 jetzt, ja. Okay.
Trägt jemand noch das Anfängerschild, was nicht gut ist, was. Es tut mehr Blockchance. Nein, weniger Blockchance ergeben. Ach, dieses Schild kenne ich gar nicht so. Das trage ich einfach nicht. Für den Anfang. Sondern das andere, was Ausweichchance ergibt. Ich glaube, das gibt Blockchance. Dafür irgendwie weniger Blockeffektivität oder so. Und das andere ist Ausweichchance auf Kosten von Blockchance, was man am Anfang zwar schon sollte haben, aber die Gegner einfach keinen Schaden machen, oder? Also fast keinen. Es ist einfach nicht so nötig, das Schild zu tragen. Das scheinbar, ja, die machen sehr viel Schaden. Shreds Physical Resistance. Nein! Ja, es ist halt auch wieder ein bisschen Nahkampfbild. Man bekommt doch manchmal noch ein bisschen Schaden. Aber gut, wenn man nicht gut steht in dieser Soße. In dieser Flammen-Ding drin, Spur drin. Dann ist es halt schwer. Das ist einfach. Die Gegner machen doch manchmal schon extremen Schaden. Ich hoffe, das nerven sie alles mal, aber. Ja, ihr kennt ja die Entwickler. Genauso egoistisch wie große Publisher und so. Die müssen halt wirklich manche Sachen einfach nicht für die Fans nerven. Jetzt habe ich wirklich heute Diablo 4 installiert und ich kann es nicht starten. Es crasht sofort oder es startet einfach nicht. Also es ist, ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist, aber es geht einfach nicht. Dabei habe ich es schon geschafft, in den Charakterscreen zu kommen im Oktober. Aber damals ist es noch überall gecrashed, fast jedes Spiel. Durch diese Nvidia Grafikkarteneinstellungen, CUDA GPUs, die ich irgendwie mal aktiviert habe oder aktiviert wurde, genau durch neue Updates. Und jetzt muss ich wirklich auch heute noch schauen, ob nicht ein Update wieder dieses CUDA GPUs wieder angestellt hat. Weil das ist nur Physik, also das ist nur etwas, was die Spiele nie verwenden, glaube ich. Es muss nicht an sein. Es macht einfach Crashes. Es führt Crashes aus durch irgendwelche Überforderungen, Skripte, die nicht richtig funktionieren oder so. Keine Ahnung was. Und ja, es wird eigentlich von solchen Spielen sowieso nicht verwendet. Eher wahrscheinlich so physikbasierte Spiele wie Portal oder so. Ja. Oder das Ragdoll-Verhalten von Gegnern. Vielleicht auch in diesem Spiel, aber ja, es ist nicht nur nötig, weil es nicht so viel Leistung kosten wird, ohne. Keine Ahnung. Aber scheinbar ein Ersatz für. Wie heißt es schon hier? Das Physikszeugs da. Das erste. Ja, ist schwer jetzt gerade zu sagen, wenn man es nicht weiß. Ja, ich komme jetzt nicht so drauf, aber ja, dieser eine, jetzt muss ich das gerade wissen. Naja, ich komme nicht drauf. Es ist ein schweres Wort, ne? Also es ist einfach ein Nachfolger von einem, was sowieso sofort bankrott ging. Also ein, zwei Jahre, dann wurde es von Nvidia gekauft und dann haben sie es wieder kaputt gemacht, also ja, nicht mehr benutzt, da es zu viel gekostet hat und so. Physik ist halt schon ein bisschen anstrengender, als nur irgendwelche Texturen oder Animationen. Und dann lohnt sich das meistens nicht. Genau. So, Satz muss ich momentan nicht leveln. Und hier muss ich einfach kurz dann weggehen, ja, jetzt. Schade, dass Hämmer echt nicht gut treffen. Ich habe den Bild auch nicht so gemacht mit dem Bluten. Ich habe schon ja, ein bisschen immer wieder kurz gespielt, aber musste dann immer wieder ein bisschen sagen, nö, ich spiele den Bild nicht. Ja, dass alles ein bisschen taktisch ist, nervt mich an diesem Spiel. Soll lieber mehr Action sein als Taktik. Ja, man hat einfach sehr schnell wieder keine Lust auf manche Builds. Also der hier geht, da habe ich Riesenlust. Aber wegen den Hämmern nicht so noch.
auf lange Zeit. Also ich werfe mehr Speere nach einiger Zeit und so. Ich muss ja nur die Kuh und die Wildtaste abwechseln, dann habe ich genug Speere. Und die treffen nicht gut. Also da zielt er manchmal völlig in die falsche Richtung mit dem Speer und dann hast du natürlich überhaupt keinen Schaden. Ja, und die Helme sind auch manchmal am Verschwinden scheinbar. Keine Ahnung, aber es ist jetzt einfach gerade im Akt 6 so gewesen, in Akt 7 nicht. Ich muss jetzt gar nicht mehr hier hoch. Von Questgeber. Muss hier Schwäche nochmal machen, glaube ich. Jetzt müsste ich nochmal die zwei hier. Ja, gut. Ja. Physik, also alles mit Gravitation und mit Rückprall und alles. Das war nie mein Spezialgebiet in der Schule. Ich hatte nie Chemie, ich hatte nie Physik, ich hatte nie, was ist das andere noch? Das komme ich auch nicht drauf. Was ist los mit mir? Mir fehlen die Worte. Biologie, genau. Ich weiß es nicht, ich habe alles nach der Schule gelernt. Und das viel effizienter als in der Schule. Also für die, die noch in der Schule sind oder noch Schule machen müssen oder so, noch etwas lernen wollen, macht es lieber selber als in der Schule. Ist wirklich so. Man kann heutzutage so gut lernen, wenn es euch einfach ein bisschen auch angeht oder sie machen müsst oder auch machen wollt. Dann lernt ihr so viel schneller als in einer Schule. Auch für eure Kinder natürlich. Einfach mal Zeit nehmen und etwas beibringen. Mal ein Thema für einen Tag wählen oder so und man lernt viel effizienter. Was irgendwie. Ich habe gestern, also ich war beim Vater am Heiligabend. Ja, schöne Weihnachten noch. Ich habe in diesem Part gar noch nicht gesagt, schöne Weihnachten. Nur im Minecraft-Part. Das ist jetzt der erste Last Epoch-Part ja natürlich. Heiligabend. Dass ich natürlich bei ihm ein bisschen Fernseher zugeschaut habe, weil ich sonst nichts habe, keinen PC. Die Switch habe ich auch nicht mehr dort. Die Switch OLED. Und deshalb, jo, irgendwie klein gegen groß geschaut habe und da hat ein kleiner Araber oder so, Iraner, Iraker oder so, alle Länder auswendig sagen können mit der Währung, mit dem Wappentier, mit dem Präsidenten, alles Mögliche und so. Das ist unglaublich. Wenn man einfach irgendwas mal ein bisschen lernt, wenn man lernen will, dranbleibt und so, dann kann man so Sachen, oder? Wie viele Länder gibt es? Irgendwie 270 Länder? Bald. Und ja, ist ja unglaublich, was man da wissen kann. Jo, ich kenne auch schon ziemlich viele Games. Aber das ist ja nicht so nützlich. Fußball kenne ich mich gut aus. So mit Taktiken und ja, die Kunststücke eigentlich nicht so. Also diese Schüsse und alles mögliche, aber einfach wie man Tore schießt. Diese Verbindungsabbrüche, okay, habe ich nie. Ich habe Crashes, wenn ich mehrere Charaktere, wenn ich so zum Beispiel Charaktere anschaue, ob sie Items haben oder so. Die manchmal Items platzieren, die einfach viel zu groß sind, so Zweihandwaffen. Irgendwo beim Charakter. Nummer, ja, habe ich schon lange nicht mehr benutzt und so. Und dort habe ich dann auch manchmal Crashes, aber sonst habe ich nie Crashes oder Verbindungsabbrüche. Man braucht halt schon ein gutes Internet scheinbar für dieses Spiel. Das ist schon irgendwie abhängig von den Bitraten und alles. Naja, Hauptsache nicht in einem Let's Play Part oder Livestream. Wollte ich ja gestern machen an Heiligabend, aber ich war so komplett müde. Auch vom Essen. Es gab Kartoffelsalat und das ist eben so stark gewürzt. So viel Essiggurken hat meine Schwester reingetan, dass es eigentlich nur nach Essiggurken geschmeckt hat.
Das kann nicht sein. Jo, kann eigentlich nicht sein, weil ich nicht Verbindungsabbrüche habe. Dieser Balken hier ist immer so. Ja, sollte eigentlich hellgrün sein, aber das ist hellblau. Also ich habe ihn schon mal rot gesehen, aber das war an einer Zeitpunkt, wo sie irgendwie Steam authentifiziert, also dass man ja, mit Steam richtig verbunden wurde. Ja, gewesen ist das vor ein paar Tagen. Da hat einfach irgendwas nicht funktioniert. Dass die Verbindung, also dass man starten konnte, das Spiel auch dann. Bin ich ein bisschen ungefähr eine Stunde oder ein bisschen mehr, genau an dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich einen Part aufnehmen wollte für Heiligabend. Einfach nicht online, oder? Ich konnte nicht spielen. Und dann ja sowieso so viel Zeit mit anderen verbringst. Ich habe einen Job, meine Güte, und das müssen sie einfach wissen. Ich kann nicht ständig die ganze Zeit überall sein. Das ist halt hier in der Nähe auch so ein Pflegezentrum, also Wohnhaus, wo einfach Leute ein bisschen mit Pflege wohnen können. Und da gibt es auch ein paar Leute, die wirklich ja, schon gesund sind, aber einfach irgendwie Probleme haben, alleine zu wohnen, weil sie irgendwie Ehebruch hatten oder alt sind oder so. Und dort habe ich auch sehr viele Freunde. Aber meistens wirklich eher körperliche, kranke Menschen. Weil sonst sind ein paar einfach in einem anderen Verein und die sind psychologisch krank, also die haben Ängste, Schizophrenie, also so sehen Geister, ist auch eine Angst. Oder ja, meistens Ängste oder Verhaltensstörungen wie ADHS oder ADS. Autismus allgemein, so Sachen. Und da bin ich ja schon gerne zusammen, also ich kenne sie einfach weniger, weil sie nicht so sozial sein wollen. Aber dadurch leiden andere Menschen ein bisschen, oder weil sie einfach ein bisschen überfordert sind mit den Menschen. Und die kommen dann zu mir, die Gesunderen. Also diese Leute, die nicht psychisch krank sind, kommen dann zu mir. Fühlen sich dann wohler, weil ich einfach mich auch auskenne mit psychischen Krankheiten. Also so Fachausdrücke nicht, aber ich kann gut mit ihnen umgehen oder gut andere damit ein bisschen helfen, wo ein bisschen, ja einfach, ihr kennt es ja, Mobbing kommt ja meistens, weil Leute manchmal ein bisschen überfordert oder ein bisschen Leute komisch finden dadurch und dann sind natürlich dann die anderen, also die Opfer dann wieder überfordert. Es ist ein Teufelskreis. Der Mensch ist einfach manchmal doch ein bisschen, ich muss jetzt schauen, dass ich da irgendwie das nicht falsch sage, einfach ein bisschen überfordert mit den verschiedenen Eigenschaften, oder? Und Angewohnheiten. Und das kann ich eben sehr gut. Ich bin aber auch ein bisschen überfordert, wenn es halt einfach schwierig ist, irgendwas zu richten. Aber scheinbar kann ich einfach die Sachen den Leuten helfen dadurch, es wieder in Ordnung bringen zu können, wenn es irgendwie anzapft, aneckt. Dieser Boss ist so blöd gemacht. Mit so nicht zielbaren Fähigkeiten brauchst du einfach eine Ewigkeit. Ja, man kann es wirklich oben sehen. Ja. Hauptboss, der richtige Boss, nicht die Spiegelbilder, die haben, der hat eine große Schrift und die Spiegelbilder eine kleine Schrift. Also ich muss mehr Speere werfen. Hier in dieser Gegend, also von Boss, der sich verbreitet. Das kann ich ja nicht richtig ziehen zum richtigen. Jetzt haben wir es dann gleich. Das sind eine der stärksten Fähigkeiten dann. Das hier, was auch den Schaden hat um prozentuell erhöht wieder, also einzigartig, eben auch prozentuell erhöht,
Also wir haben jetzt 781 und wir werden wahrscheinlich bald über 100, also über 1000 sein. Jo. Schade, dass ich nicht so gut schlafen kann. Aber das ist auch wieder momentan einfach eine Phase, die ich habe. Du nachher, wenn ich hochlade, einfach trainieren, Kraft verwenden. Aber wenn ich so Besuch bin, dann kann ich natürlich nicht trainieren. Dann bin ich den ganzen Tag einfach irgendwo, zum Beispiel bei meinem Vater, dann kann ich nie trainieren. Und solange ich nicht mich körperlich anstrengen kann, so Fußballtraining oder Krafttraining, einfach auch für Oberarme oder Rücken und so, dann bin ich einfach völlig unterfordert. Aber im Gehirn irgendwie überfordert, weil ich einfach diese Schmerzen oder Unruhe einfach mitmachen muss. Ja, dann kann ich nur zum Beispiel am Abend dann nicht mehr livestreamen natürlich. Könnte es auch versuchen mit Morgenstreams oder so, aber YouTube hat allgemein wenig Zuschauer bei Livestreams. Sehe ich überall. Einfach bei großen, ja, bei großen hat es auch vielleicht nur 1% oder 0,5%, die wirklich zuschauen in den Livestreams. Das ist komisch, das ist nicht beliebt auf YouTube. Vielleicht wegen den Werbungen, die sie immer schalten. Bei mir übrigens auch, aber ich schalte ja keine Werbung, ich kann auch noch keine Werbung schalten. Bei mir kommt hoffentlich auch keine Werbung bei euch. Und YouTube macht das vielleicht schon. Ne, ich glaube, es kommt bei mir ja nie Werbung, genau. Oder immer noch nicht. Es ist einfach darum, dass man halt einfach mega viele Aufrufzahlen, also Aufrufe Dauer haben muss. Und das in Let's Play ist ja nicht unbedingt der Fall, da das Video sehr lang geht immer. Was habe ich irgendwie 23% oder so an einem Video immer Zuschauer, also pro Zuschauer 23 Durchschnitt. Und sehr wenige sind überhaupt abonniert und so. Es ist irgendwie ganz komisch, YouTube, so vom Nutzen her so wirklich unnötig überhaupt Videos zu machen. Aber es macht Spaß. Und ich habe ja Kollegen, die mich unterstützen. Und das wahrscheinlich schon sehr viele. Nur viele sind auch ein bisschen scheu. Habe ich das Gefühl, oder einfach untätig. Ist klar. Ich zwinge euch nicht wirklich, so viele Aufrufe zu machen, also zur Unterstützung oder zu, weil ihr es gerne habt. Das ist die falsche Richtung. Da geht es nicht weiter. Und, jo. Ich bin halt nicht einer, der irgendwie geizig ist und irgendwie Geld erhaschen muss und so. Deshalb ist es auch nicht so motivierend, da jetzt groß drauf zu schauen, oder? Ich möchte es vielleicht ein bisschen optimieren, aber wie, oder? Ich muss es nicht haben. Also ich bin nicht so abhängig davon. Und ich möchte ja den Zuschauern auch wirklich alles Gute tun. Dass sie nicht genervt werden. Dass ich nicht genervt werde. Dass YouTube auch nicht von mir irgendwie profitiert davon, wenn sie es so schlecht machen. Ja, dann sollen sie mich halt einfach irgendwie plagen, indem ich halt nicht so viel vorgeschlagen werde oder so. Aber das machen ja meine Freunde, da macht ja nicht die Werbung bei mir. Also die anderen brauchen vielleicht Werbung, damit sie Aufrufezahlen bekommen. Ich nicht. Okay, ja schon. Weil ich ja nicht kaum gewachsen bin und erst jetzt so richtig manchmal wachse. Einfach weil ich ja nie vorgeschlagen werde, aber YouTube wurde aber auch besser. Also, sie machen ja jetzt zwingend Werbung und dadurch können einzelne Kanäle gar nicht mehr so richtig Werbung schalten, außer sie machen sie wirklich ins Video rein. Das ist auch irgendwas. Ja, ich habe einen Nahkampfangriff. Ja, Juggernaut. Oder, wie heißt er? Nicht Juggernaut? Warte kurz, ich muss mal kurz schauen. Im Gate. Judge. Wo ist das Gate? Judgment. Okay, Judgment. Von lauter Superhelden.
Genau, Judgment ist es. Ist sehr schwer, weil ich den Skill gar nicht wusste, dass der überhaupt existiert und so. Weil Paladin wirklich kaum gespielt habe oder nur auf Hammer. Vielleicht mal auf Schilde. Ja, anfangs auf Schilde. Die wurden ja mal genervt und ich hatte auch keine Lust dann mehr, die zu benutzen. Ich habe es ja mal ausprobiert, aber Schaden konnte ich natürlich mit so wenig Items nicht mehr. Ist halt ein Farming-Spiel. So. Gut, wir sind fertig. Die Idol nochmals ein bisschen ausrüsten. Ich nehme einen Physical mit, wegen Shred. Ich nehme dann noch Gift mit. Und vielleicht ein bisschen Elementarresistenzen, die sind wichtiger. Gift kann ich noch ausweichen und so. Also zuerst mal die Dole holen überhaupt, die Dole-Slots. Also ich hoffe einfach, dass der Bild jetzt nicht gerade so viel Schaden tanken muss. Kriegt im Nahkampf. Dass wir dann, ich glaube, zu Age of Dragon kommen und dort einen Speer halt farmen müssen. Können und so. Und sonst muss ich doch wieder rüber zum Feuerball-Bild gehen, aber der macht ja so wenig Schaden an Bossen. Dot ist wirklich in jedem Spiel zu schwach. Es geht einfach zu lange und Bosse. Ja, in manchen Spielen ragen sie ja auch noch. Ja. Wieder keine Sicht auf die Tasten. Es ist immer noch dunkel. Keine Belichtung. Irgendwas ist verpackt. Heftigst verpackt. So, ein bisschen kleiner, ja. Ja, einfach mal hier hin. Und dann müssen wir noch kurz schauen. Feuer am meisten und ein Ding. Feuer. Feuer widerstand. Ja, noch einen zweiten bitte. Sollte eigentlich hier irgendwo sein. Keine mehr, doch da. Nein, das ist Elementar. Feuer. So. Und dann noch ein Kult, also. Kälte ist leider auch senkrecht. Das Kälte schauen. Keine Kälte-Idole mehr. Ist das nicht ein neues Feuer? Ach. Also Feuer auch mal reintun hier. Was ist mit Kälte? Blitzwiderstand hätte ich. Sind die bei den anderen Klassen? Feuer, Kälte, Kältewiderstand. Ja, aber. Sicherlich. Okay. In dem Lager geht mein RAM hoch. RAM-Auslastung hoch. Diese Handschuhe, die geben einfach nichts. Also Wurfschaden ist noch höher. Mit Waffen oder nur für ohne Waffen oben. Und ja, Shred ist jetzt auch noch nicht so wichtig. Und ich würde schon gerne einen anderen Speer verwenden können. Ich habe noch so wenig Speer. Also der einen fehlt, der wird es lichten. Gut. Ah, oh, mein Simon, sie für was fest. Danke, wünsche ich dir auch mein Bester. Gut. Sind manche richtig gut verwebt. Gute Freunde zusammen. Also dann, jo, ist der Part auch schon zu Ende, sehe ich. Machen wir im nächsten Part dann. Monolithen. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüssi. Und ja, schönes Fest. Schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss.